Hallo Leute, nächstes Video. Wir spielen eine Zombie-Mod-Map, aber diesmal eine, die nicht so miserabel ist, sage ich jetzt mal, sondern eine von Deagle und das will schon was heißen. Ja, wir spielen hier leider mit Bots von uns und die haben überhaupt nichts auf dem Kasten. Was bitte war das? Wir haben hier verschiedene Waffen mehr, wir haben bessere Granaten, wir haben mehr Minen und wir haben schneller nachladender und schießender Raketenwerfer. Und die Zombies sehen hier ausnahmsweise auch mal aus wie Zombies. Und es ist gleich noch ein Skin-Mod, und zwar der Bloody Times, in die Map integriert. Und wir spielen mit Windows und mit Starkiller. Den Starkiller kennt ihr ja schon. Nur um's vorweg zu sagen, Luca ist der hier, der immer am meisten stirbt. Ja, Luca. Ja. Und ich bin der die Map schon am längsten spielt. Ja, das und die Bots sind extra nochmal auf schwer geschaltet, sodass es richtig Laune macht. Nicht wirklich, oder? Doch. Ja, deshalb blues ich immer. Sonst fragen nämlich die ganzen Bots immer nur in Wänden rum. Und, ja, danke, Events. Wir haben nachher noch ein Event, deshalb spreche ich jetzt davon, was ich sagen wollte. Die Wookies, die sind extrem hart, die kann man mit Rockets nur so abballern, die stehen immer wieder auf. Die haben ja sonst schon enorm Leben, aber hier... Und wir haben hier so angestammte Positionen, wo jeder von uns defft. Starkiller bringt es immer mal wieder fertig, mich zu killen, weshalb ich dann der bin, der hier am meisten stirbt. Aber sonst sind die eigentlich nicht schlecht. Ja, und die Tickets sind auch mal mit beachten. Ja, 800. Und ihr habt ja bei der ersten Zombie-Mod-Map gesehen, wo man diese überpowerten Waffen hat. Das ist überhaupt kein Problem. Aber hier hat man zwar auch stärkere Waffen, aber man ist trotzdem nicht so verstärkt, dass es wirklich ein Spaziergang werden würde. Nee, vor allem wenn die Bots schwer sind, da hat man richtig was zu tun. Jo, das ist verdammt schwer. Wir haben es bis jetzt, glaube ich, noch nie geschafft zu gewinnen hier. Ja, immer zusammen, wegen Luca. Weil Luca immer gestorben ist. Ja, danke Leute. Jo, erst noch mal ein bisschen schlecht machen hier. Macht sich sehr gut. Kriegt ihr doch gleich schon... Oh geil, Deckenloch. Da schieße ich jetzt raus. Nicht getroffen. Mist. Ich nehm Wetten an, der ist der Erste, der hier stirbt, Luca ist. Starkiller, wo bist du? Fire in the hole. Boah, was? Das ist der normale Satz von Luca, bevor er verreckt. Ich bin nicht verreckt, ich find's nur nicht so lustig, dass Windows, hör auf damit. Irgendwer ist in meine Mine latscht. Ja, ist, ich nehme an, es ist ein Zombie. Langsam, aber sicher müsst wieder zurückziehen. Na, halt. Thronsaal ist noch unser. Ich gehe gleich mal checken, ob sie links hochkommen. Ja, weil wenn, dann müssen wir wieder zurück zu unserem Kommandoposten. Der Hauptkommandoposten ist auch dafür vorgesehen, denke ich. Die Druidenreparaturrampe gehört immer nach uns. Ja, aber dann sollten wir nicht reingehen. Die ist ein bisschen schwer zu verteidigen. Nee, ich weiß. Wir können den Thronsaal mal versuchen zu verteidigen. Nee, hau ab, das kann ich nicht machen. Da kommen sie von allen Ecken. Ja, dann kommen sie von hinten, von vorne. Das sind dann so richtig schwule Kerle, die kommen sogar von hinten. Das macht aber Spaß. Ja, wenn du dich gern von hinten nehmen lässt, dann okay. Jetzt kommen sie links unten auch von der Reparaturrampe. Starkiller, hältst du Posi vorerst noch? Ja, gehen wir in den Haupt-CPs. Ich schieße hier noch ein paar Mal nach unten vor die Reparaturrampe. Vor dem Haupt-CP sind schon ein paar. Okay, der ist tot. Das war nämlich ich. Da steckt da gerade noch mal ein paar Minen hin. Ich habe mal noch ein paar Mal in die Reparaturrampe geschossen. Ich ziehe mich jetzt auch an den Tunnel zurück. Ja, los. Also ich gehe ein bisschen noch vor. Na, dann viel Spaß. Der Server hier ist von Windows, also es ist extrem laggy. Stimmt ja, zwar nicht, aber... Wenn sie mich schlecht machen, kann ich das auch. Ah, ich muss aufpassen, dass sie nicht von hinten daher kommen. Ah, der Thronsaal, schon verloren. Ja genau, ey, Windows, schützt mich mal von da, ich gehe in die andere Richtung. Mach das. Boah. Ah, da ist er ja, oh scheiße. Mach ich den wirklich einfach, nimm dir vor die Füße. Ja toll, wenn ich da hingehe, ist mich tot. Ey, du kannst doch gut Minen werfen, du weißt doch, wie das geht. Ja, schon. Du, schütz mich von da, ne?
dass ich nicht ausreichend überrascht werde. Luca schafft das doch alleine. Ah, oh, Mist. Da ist einer von hinten nämlich reingelatscht. Da ist einer hinter mir durchgeflogen und in die Mine geknallt. Luca hat's geschafft. Luca ist gestorben. Nee, bin ich nicht. Was, echt? Nee, Luca hat's noch nicht geschafft. Ey, warum lässt meine Minen nicht ihre Arbeit machen? Ja, die Raketen wegschießen als statt die Minen, weil die kann man zur Sicherung später mal gebrauchen. Ich schmeiß die Minen mal so und dann liegen sie. Channel Group Change. Mann, oh Mann, Leute. Ich werde ja wieder die ganze Zeit die Channel Group gechanged. Für die, die nicht wissen, was das ist, bei TS3, je nachdem, wie hoch man Rang ist oder wie viel man da hier machen kann, haben wir einen anderen Channel Group. Und wir wurden letztes Mal von so einem Typen, der hat einen Admin-Hack, das heißt, der kann die höchste Servergruppe in jedem TS3-Server haben, sozusagen gehackt. Und der hat uns dann hier alles mit Passwort gemacht und so, damit wir nicht mehr rauf können und so weiter und so fort. War nicht so witzig. Und in der Konsequenz dessen haben die Leader beschlossen, mich zum Channel-Admin zu machen. Und anscheinend haben sie mir jetzt da wieder was rumgewerkelt. Und deshalb wird hier wahrscheinlich noch des Öfteren meine Channel Group geändert. Also, wenn euch das aufregen sollte wegen dem Geräusch hier. Leute, ich habe keine Raketenwerfer-Muni mehr. Kann mal jemand den Tunnel deffen? Bitte, bitte sehr schnell, da kommen sie. Ich komme. Aber stress dich, Alter. Hier ich unten ist alles voll. Ich habe auch nur zwei Raketen. Ihr seid so doof. Stellt euch einfach an den Muni-Druiden. Ja, aber dann verlieren wir wichtige Positionen. Hol dir Ammo, ich bin gleich hinter dir. Okay, ich def erstmal wieder. Ich will ja, aber die lassen so keine Fallen. Schütz mal und Windows pass auch von hinten, ne? Ja, das war warte, ich hab wieder. Hier ist aber gerade keiner. Minimapper. Ja, für die Schlacht habe ich jetzt mal Minimap angemacht. Scheiß drauf. Ansonsten habe ich sie immer aus. Ja, das sagt er an. Das glaube ich dem schon. Dafür ist er zu schlecht, als dass er sie immer anhätte. Ja, wieso? Das sag ich, oder? Verkehrte Welt. Boah. Okay, warte, ich bin gleich voll, da kann ich dich, immer noch nicht voll. Es ist kein Wunder, bei so vielen Raketen, okay, wie du hier brauchst. Los, Luca, los. Gut. Verschwendet immer die Raketen, sind eh viel besser. Boah, schon 101 zu 0. Ich hab 140 jetzt. 100. Ich hab 77, weil bei mir keiner kommt. So. Du musst ja nicht da rumstehen, du musst aber auf jeden Fall den Part schützen. Du kannst. Wie viele Raketen kann man maximal haben? Man hat 4 im Dings und 76 hat man noch im. Boah, das geht noch. Ich hab erst 44 aufgeladen. Ich hab 74. 92, wie ist das? Nee, 2. Keine Ahnung, ich kann's nicht lesen, das Overlay ist drüber. Solange meine Zahl noch zweistellig ist, ist alles gut. 72, 78. Ja, jetzt bin ich aufgeladen. Okay, dann lass dich hier deine Arbeit machen und ich gehe wieder zurück. Okay, mach das. Ha? Ja. So. Solltest vielleicht manchmal Push to Talk deaktivieren, wenn du mit deinen Eltern oder wer nach immer sprichst. Ja, keine Ahnung, das macht sich nicht so gut in einem Let's Play-Video, denke ich jetzt mal. Ja, das Problem, ich habe kein Push-to-Talk. Ah, okay, das ist ein Problem. Das war jetzt riskant. Ich muss gleich essen gehen. Jo. Das ist mir relativ egal. Sag deiner Mutter, das ist uns scheißegal, wir müssen das jetzt hier schaffen. Naja, 400 Kills sind wir schon runter, das geht ja jetzt nicht. Wow, stimmt, hier ist ja feindlicher CP, soll ich mal versuchen zu. Ja, nee, die haben jetzt gleich zwei hintereinander. Wow. Wow, das war's. Hör auf, Starkiller, mach das nicht. Alter, das war lustig. Hey! Hört auf mit Scheiße, wenn wir sonst schon hier nie gewinnen können. Aha, Starkiller, du hast deine Wette verloren. Ja, toll, wegen ihm. Der Erste, der hier stirbt, wer war das nochmal? Wer? Ich hab dich doch weggeschossen, es ist nicht meine Schuld. Ich hab dich nicht weggeschossen, da ist ein Zombie in eine Mine reingerannt hinter dir. Ja, das sagst du. Ja, wer war das jetzt wieder? Seid beide total bescheuert. Ey, hör doch auf, Starkiller. Wow.
Ich hab hier sonst schon schwer genug, da musst du nicht von hinten abballern. Wow! Ihr seid beide so grottenschlecht. Rette mir hier bitte mal den Arsch. Hab ich. Danke. Sorry. Ja, okay. Kommt einer von links? Das war voll Laune, ey. Geh da weg, geh da weg. Du hast eine automatische Rüssel. Ja, jeder. Yay. Die haben hier voll die geile Truppe. Die normale Truppe schießt so abnormal schnell. Okay, ich geh wieder nach vorn. Boah. Dann stört er mich so. Oh. Ich hab schon wieder nur noch 18 Schuss. Meinte, was mit macht wer ihr als denn erstes immer? Stirbt, wer als erstes stirbt von selbst, nicht durch irgendjemand anderen Zeug. Das war ja nicht mal meine Mine, deswegen. Boah. Ich werde dich jetzt einfach nicht schießen. Ich kill sie immer viel zu früh, ich kann deren Medipacks nicht einsammeln. Wow. Die werfen so nix ab, Mann. Der schleicht sich so an dran. Kann mal jemand hier ein bisschen... Ich brauch dringend neue Muni. Ja, klar. Windows, bist du hier? Ja, ich komm. Sagen wir so, ich hab nix mehr. Ja, ich komm. Geh schon mal zurück, ich schau danach. Wurde noch zugemint, die sind noch nicht durch. Jetzt kommen sie. Ich hab 162. Zu 0. Ja, ich auch. Bleib unten, Mann! Ah, die kommen noch nicht. 111 Kills. Da bei mir nie was passt. Jetzt kommen sie! Ja, dann hauen. Ich räume auf und dann kann man, okay? Drauf. Boah, ja, klar. Da vorne gab es tatsächlich noch eine Mine von mir. Also wir sind jetzt runter auf 260. Ja, wir haben das bald geschafft. Das geht hier so im Sekundentakt runter. Also in 256 Sekunden sind wir hier fertig. Ja, okay. Mach das nicht so linear, Starkiller. Das ist schlecht. Wenn sie dann nach hinten fliegen, ist das wie eine Kettenreaktion. Dann geh da weg von mir. Hier eine. Okay, also es darf noch einer von uns sterben. Einmal darf irgendjemand noch mal sterben. Ja, ich will nicht sterben. Ja. Oder halt jemand, der nicht so doof ist, aber trotzdem. Er will sich selbst auch noch schützen, damit er auch sterben kann, ohne Schande über sich zu bringen. Boah. Obwohl er ja der Erste war, der gestorben ist. Ja, jo, aber nicht von selbst. Sagt er. Wow. Wie sie Bots sich hier durchlecken, Mann. Bei mir lecken sie nie durch. Immer ein Schuss, ein Kill quasi. Bei mir wäre das auch so. Aber die lecken hier voll. Da ist Internet. Nee, nicht meins. Meins ist gar nicht so schlecht. Naja, Luca, wenn bei dir jemand anruft. Ja, klar, aber das ist nicht schlechtes Internet. Doch, eigentlich schon. Ja, schon, aber das Internet an und für sich ist, solange es läuft, ist es nicht schlecht. Ja. Ey! Boah! Voll nach hinten geflogen wegen der blöden Mine. Und ich hab beide einen schlechten Ping. Ja, das liegt aber daran wegen dem Server. Ist schon mal aufgefallen, wenn der Server schlecht ist, ist auch Ping schlecht. Aber der Server geht bei mir, also kein Problem bei mir. Schlecht ist der Server nur auch nicht. Lol, ey, durch an Jabbas Kopf vorbei und dann noch jemanden gegen den Kopf geschossen. Wow! Komm schon, Jungs, das schaffen wir. Das ist richtig lustig. Ey, Windows, wo bist denn du eigentlich? Unten. Im Gefängnis. Vor dem Gefängnis. Deswegen kommt da auch keiner mehr hoch. Wow! Relativ langweilig so, oder? Ich finde nicht, ich habe hier mehr als genug zu tun. Ja, ich helfe dir schon, Lukas. Steh auf der anderen Seite und spaller sie da ab. Ist eigentlich relativ langweilig hier auf meiner Position. Dann komm du mal.
Nein! Mist, 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 Mist! Boah, ich hab's geschafft. Boah, aber gleich Ammo, also von oben ist es gleich nicht mehr so sicher. Ja, ich hol mir jetzt schnell. Hat keine. Ich hab nur noch 13 Schuss. Luca, dieses Mal sterbe nicht wegen dir. Nein, diesmal schaffen wir es, so wie es aussieht. Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Aber ich hab no Ammo mehr, also ich brauche dringend Hilfe. Nein, ich habe nur noch einen. Ich auf, bin da, ich bin da, ich bin da. Ich lade dich erst auf. Okay. 2 zu 59, das schaffen wir schon noch. Hm, man weiß nicht. Ich denk schon. Wenn ihr beide euch irgendwie wieder tötet? Ja, nein, ich gehe direkt wieder weg, wenn Luca fertig ist. Okay, dann geh du mal zurück, weil die kommen hier schon wieder von hinten. Wow. Ich habe zwar nur noch 21, aber... Pass auf. Ja, bei mir ist jetzt wieder zurückgesetzt. Also ab 100, ab 255 Kills wird's wieder auf 0 Kills zurückgesetzt. Dann blinkt das einmal rot auf und ja. Und, ich bin gleich raus, ne? Okay. Das schaffen wir schon nach 13 Kills. Ja, ja, das packen wir auf jeden Fall noch. So, jetzt habe ich 250 durch, jetzt bin ich wieder auf 0. Ja. 9. 6 sind es noch. Ja, und die stehen die meisten davon hier. Ja, ich komm. Ich gehe mal rein, 3 sind es noch. Ja, die habe ich alle hier. Weg. Einer noch und gewonnen. Weg, jawohl, erstes Mal, dass wir die Map gepackt haben. Also Leute, Wiedersehen, wir sehen uns beim nächsten Mal.